Was wollen Sie denn hier? Ich will meinen Sohn abholen. Ich bin der Papa von Tony. Patrick de Mülle. Oder Sie werfen ihn mir durchs Fenster raus. Und ich versuche ihn zu fangen, aber das ist riskant, hä? Und Toto ist nicht sonderlich robust. Alles klar, wir hatten einen schlechten Start, das sehe ich ein. Fangen wir nochmal von vorne an, ja? Patrick de Mülle. Agathe Novik. Kommen Sie rein. Oh la la. Das nenne ich Nobel. Das sind locker 200 Quadratmeter, oder? Wollen Sie es nachmessen? Sie sind ja ein kleiner Spaßvogel, was, ne? Ich sag Toni Bescheid, dass Sie da sind. Patrick de Mülle. Toni? François Lambreville. Angenehm. Tja, der Großvater ist da, die ganze Familie ist komplett. Jetzt können wir Weihnachten feiern. Wäre ich Ihr Vater, hätte ich Sie mit 10 gezeugt. Ach, ich mach Spaß. War nur ein Witz. Sie haben sich wirklich gut gehalten. Ja, also sagst du nicht guten Tag, Totosch? Ne? Das ist dein neuer Freund, ne? Hallo. Dann ist er der Ruder-Champion? Ich ruder gar nicht. Aber natürlich ruderst du. Toni hat mir erzählt, du ruderst in der Schule. Rudern, 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 rudern. Ah. Also echt, nicht gerade helle, der Bursche. Ich verstehe das mit dem IQ-Test. Keine gute Idee. Ihr Handy müsste jetzt aufgeladen sein, oder? Hey, Toto, nicht anfassen. Hol deine Sachen. Wir verduften. Er ist nicht der Pfiffigste, aber er ist hübsch. Das kann nicht schaden. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein. Eine Freundin von mir wartet im Treppenhaus. Na, wir sollten sie nicht draußen stehen lassen. Nein. Bitte bleiben Sie nicht da draußen. Hallo? Sie erkälten sich noch. Hätten Sie vielleicht einen Aschenbecher sonst? Wow. Entschuldigung, ich stell mal vor. Agathe, François, Caroline. Aber nein, ich bin Sylvie. Ach, dasselbe, ein Lesbenname. Also eigentlich sollte ich Anaïs heißen, aber dann hat mein Vater im Rathaus Sylvie gesagt. Ist doch wurscht. Aber auf Arbeit nennen mich alle Karin. Mama? Ja? Kann Toni heute bei uns übernachten? Nein. Toni, hol mir mein Handy. Nein. Nein, ich denke, wir haben Sie heute Abend schon genug gestört. Ich will Ihre Großzügigkeit nicht noch mehr ausnutzen. Nein. Obwohl es mir ehrlich gesagt sehr entgegenkäme. Ich bin heute Abend nämlich an einem Riesenprojekt dran. Eine Consulting-Sache für einen Golfplatz für kleine Leute, wissen Sie? Minigolf also. Ja. Wir haben Toni gern bei uns. So, schönen Abend noch. Ja, das ist ja ein Ding. Danke, vielen Dank. Also sowas wirklich. Danke. Schönen Abend. Vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen, Madame. Kann ich mich von meinem Sohn verabschieden? Toni! Komm her. Hey, benimm dich, klar? Mhm. Super, dein neuer Freund, mein Schatz. Schön. Hm. Kommst du? Was machst du beruflich? Ich bin Verleger. Du schreibst Bücher? Nein, das nicht. Er veröffentlicht sie. Drucker? Nicht wirklich. Ich kümmere mich um Schriftsteller. Das sind Leute, die ziemlich, wie soll ich sagen, unberechenbar sind. Ah, okay. Die anderen schuften und du krümmst keinen Finger, hä? So kann man das ausdrücken, ja. Ah, super, das ist klasse. Klasse Job, was? Patrick de Mülle. Was wollen Sie denn hier? Meinen Sohn abholen. Ich bin Tonis Papa. Hol deine Sachen, wir verduften. Ist das der Meister im Rudern? Ich ruder nicht. Aber natürlich, Toni hat mir erzählt, wie du strandest in der Schule. Also echt, schwer vom Café, der Kleine. Was machen Sie beruflich? Ich bin Verleger. Ah, okay. Die anderen schuften und Sie krümmen keinen Finger, richtig? Wenn du mal jemanden brauchst, ich kann alles. Ich habe ein goldenes Händchen. Was machen Sie denn da? François sagt, ich soll mich darum kümmern. Weißt du schon, was läuft? Du hast den Typ nicht gesagt. Guten Abend. Entschuldigung. Ein Albtraum. Für wen? Sehr witzig. Was machen Sie denn da? Das gibt's doch gar nicht! Wie läuft's im Bett mit so einem Eiszapfen? Das ist bestimmt nicht der große Bringer. Ist es Ihnen nicht peinlich, im Slip bei mir rumzulaufen? Nein, soll ich ihn ausziehen? Weißt du, bei Frauen konzentriere ich mich auf Quantität, nicht auf Qualität. Qualität ist mir egal, ich stopf die Wurst rein. Ich kann dir sagen, ich nudel die Dicken durch. Haben Sie Lust, morgen mit mir zu Ikea zu fahren? Nein, dazu habe ich überhaupt keine Lust. Sie machen hoffentlich Witze. Ihr Kleiderschrank, in 2 Stunden eingeladen, in 1 Woche montiert. Und danach sehen Sie meine dreckige Fresse nie mehr wieder. Verlockend, hä? Not looking at me. You better watch yourself, look 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 at me. Und wie war Tonis Mutter so? Sie fragen sich, wie kann ein so intelligentes Kind wie Toni einen so doofen Vater haben? Ganz und gar nicht. Doch. Oh nein, überhaupt nicht. Alles in Ordnung? Ja. Ich hab sie zum Lachen gebracht. Jetzt müssen sie lachen.